Oh. Er schwebt! Ja, ich bin halt ein Jedi. Du bist ein, keine Ahnung, Kupferstecher. Keule. Ihr habt es geschafft! Ich weiß nicht, ob ich mich für meine Unfähigkeit schämen oder über euren Erfolg freuen soll. Hinter diesen Felsen sollte sich doch etwas Wichtiges befinden. Ja. Ziemlich unbefriedigend. Vielleicht ist es nicht offensichtlich. Dann sollten wir die Suche fortsetzen. Aber... Iniki. Meister Quill Jake, warum seid ihr hier? Wanawada blota wijawa. O wamawanka matuske. Okay, ja, er macht ihn jetzt zu Sau. Ich fürchte, dass deine Ausbildung damit beendet ist. Du wirst kein Jedi. Aber Meister, das ist nicht mein Fehler. Ich habe nicht um Hilfe gebeten. Ich wollte sie ablehnen. Er lügt. Das ist einfach nicht wahr, Meister Quill Jake. Kunamo. Uban Johnny Alipa. Meine Familie war, dass du ein Jedi wirst. Flinggeld, doch leider habe ich keine Wahl. Oh. Du wirst in den Archiven hier arbeiten und dem Orden auf diese Weise dienen. Es ist entschieden. Das ist alles eure Schuld. Ihr habt mir meine Zukunft geraubt. Mit der Macht zu kommunizieren ist etwas, das normalerweise nur ein Meister vermag. Ah. Um was ging es dann? In diesem Test, also sollte er Enttäuschung erleben? Und doch habe ich es geschafft, also sollte er... Um was ging es denn in diesem Test? Was sollte er dann tun? Wolltet ihr von Anfang an, dass er scheitert? Ubania. Ganz und gar nicht. Fingels Aufgabe war es, bei einer hoffnungslosen Aufgabe durchzuhalten. Aha. Ich war eine große Hilfe. Ich fühle mich ausgesprochen geehrt. Ja, ja, Meister. Ja, ich bin Jedi, ne? Und was für einer. Ja, tut mir leid, Flingi. Alter Klappstuhl. Ich kann nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Ich muss eine Weile nachdenken. Hm. Armer Hund. Wird kein Jedi. Naja, vielleicht macht er was anderes irgendwann. Gut, gehen wir mal weiter. Ah, hier kann ja hier vorne, vielleicht kann ich hier hin? Nee. Hier komme ich auch nicht rein, ne? In diese Gruft, wo ich rein soll. Heidewitzka, vielleicht hier oben. Wir gehen mal den Tempel verfolgen. Und gucken es an. Also wie gesagt, ich finde es, großen Ganze finde ich ihn sehr cool. Ihr könnt euch mal meinen Charakterbildschirm anschauen. Ich habe schon ein paar richtig coole Sachen gekriegt. Hier natürlich eine blaue Weste bereits. Grüne Handschuhe. Die Items sind auch ähnlich angelegt, wie das im WoW erkenntlich ist. Ich meine, man muss das Rad nicht unbedingt neu erfinden und davon bin ich eigentlich auch ein großer Fan, wenn das Spiel eingängig ist und man hat in WoW einfach eine gewisse Qualität erreicht vom Spielgefühl, dass man wirklich, ich will nicht davon sprechen, dass man es hier an der Stelle kopiert, sondern einfach, es sind einfach gute Sachen, die schon immer... Oh, Vorsicht, der ist stark. Die schon immer gut sind und jetzt finde ich mal über mein Schild hier. Meine Fresse, der haut ja richtig rein. So, Macht. Batsch. Ich brauche wieder ein bisschen Energie, dann kann ich nochmal den Schlag machen und dann nochmal den da rein und dann Feierabend. Freundchen. Mir nicht. Ich bin Jedi. Aha, hier haben wir wieder was, aber das kann ich... Terminal im Osten, ich kann die Terminals doch gar nicht bemühen, oder doch? Moment, vielleicht habe ich ja noch was in meinen Taschen drin, können wir mal reingucken. Missionsgegenstände? Ne, habe ich keine, dann kann ich auch nichts bewenden. 4000 Dollar habe ich, oder was das für eine Währung sein soll. Eine ganze Menge, wie ich finde. Gut, wir gucken mal hier oben, was hier los ist. So. Da hinten ist ein Händler, ist ja cool. Republikanischer Sanitätsdruide. Ich kann... Die Dinger kann man hier eigentlich immer benutzen irgendwie, aber nee, den doch nicht. Schade. Hallo. Mal eben reparieren. Alles reparieren kostet mich 16 von meinen teuer erspielten
Sachen. Okay, wir können diese Hosen uns anziehen. Die sind besser als die, die ich habe. Die kann ich mir gleich hier hinlegen. Mal dahin. Dann können wir das verkaufen. Die grauen Sachen können wir eigentlich immer recht schnell verkaufen. Es sei denn, sie sind stärker als unsere. Hände, nix, Mist. Grau, grau soll ich natürlich sofort weg. So ein bisschen Zeug zum Energiepushen habe ich noch dabei. Die Armschienen sind auch nix. Machen wir das mal zu. Taschen auf, Charakterbildschirm auf. Dann kann ich mir die Hosen hier anziehen. Alles klar, dann kann ich die anderen Hosen verkaufen. Und bin ich wieder schon ein Stückchen stärker. Cool. Wo muss ich hin? Da hinten irgendwie. Wir gucken nochmal rein. Ich glaube, hier müsste ich jetzt eigentlich schon richtig sein. Aber hier ist gar nichts. Ich bin irgendwie falsch, weil ich bin doch kein Jedi. Ich bin... Boah, hier der Level 7. Der Falke. Oder Knochenputzer. Oh, da kommt noch mehr. Oh, oh, oh. Komm her, ihr Freund. So. Machen wir den auch noch nieder. So geht das. Oh, da oben ist richtig Terror. Alles klar. Okay, Vorsicht. Taitionische Kammerwache. Die sind alle sehr stark. Das sieht man an diesen silbernen Zeichen an der linken Seite vom Namen. Das sind so... Geht schon in die Richtung Elite. Level... Der ist Stufe 6. Stufe 6. Und auch Stufe 6. Wow, wow, Leute, das wird Hardcore. Ich probier's aber. Vielleicht schaffe ich's da. Ja, da bin ich. So, komm, los, los. Mach den einmal fertig. Okay, einen habe ich kaputt. Sehr gut. Schnell Energie aufbauen, damit ich irgendwas Starkes machen kann. Ich habe hier noch so ein Medipack. Mal benutzt. So, ich muss immer noch mal so springen. Der ist ja gestunt, aber der nicht, der, weil er ein starker Gegner ist. Eieieiei, das wird anstrengend hier. Yes. Und die haben goldene Sachen. Energiezelle, Missionsgegenstände sind das. Ah, ich muss ein paar Energiezellen sammeln, bestimmt um die Terminals zu bemühen. Birgt die Energiezellen. Oh, wow, 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 wow. Da hinten sind noch ein paar starke Leute. Wartungsdruide. Wartungsdruide. Okay, die sollte ich schaffen. Die sind schwach. Ich komme. Heldenbereich. Oh, im Heldenbereich, Leute. So, nächste bitte. Da ist noch einer. Ja, noch immer welche. Krass. Da hinten ist noch einer, glaube ich. Krass, cool. Das ist natürlich hier schon richtig anstrengend. Da muss man echt schon die Fähigkeit mal wieder ein bisschen verwenden, die man so gelernt hat. Natürlich mit Q immer schön aufbauen und dann natürlich den Meisterschlag habe ich noch nicht so richtig gerafft. Kanalisiert irgendwie, aber naja. Ist mir noch nicht so eingängig, wie das Ding funktionieren soll. Aber was nicht ist, kann er noch werden. So, gucken wir mal, was hier so los ist. Oh, Gottes Willen, oh Gottes Willen. Ich würde sagen, das sind wieder diese Kammerwachen, die machen wir zuerst wieder. Meinen darf ich ein Ding hier nehmen? Also das wird nichts, oder? Der wird ja noch geheilt. Wow, fuck. So, jetzt muss ich den Großen noch kaputt machen, aber weiß nicht wie. Habe keine Energie mehr. Tot. Oder jetzt. Medizinische Sonderrufen. Oder zurück zum Medizenter. Aktiv in 3, 2, 1. Aktiv. Jetzt kann ich mich hier wiederbeleben. Passt mal auf. So. Oh. Wir sind ja Freunde. Cool.
cool. Ich habe jetzt zumindest mal aktiviere den alten Computer, aber wo soll der alte Computer sein? Hier drin. Besiege die Druiden. Da hinten ist der alte Computer. Das schaffe ich doch alleine niemals. Zumindest nicht in dem Level. Jetzt müsste ich mir jemanden suchen, ne? Der hier mit mir geht. Mist. Das ist ja ärgerlich. Guck dir mal bitte die Truppen hier an. Das ist eine Elite da hinten. Titonianische Kammerwertwächter. Das ist Elite. Und das sind die Druiden. Und da... Boah, was hier rumsteht. Boah, sind die Hardcore. Das kann ich ja voll vergessen. Wie viel Life hat denn der Typ? 1200. Und ich hab wie viel? Gerade mal 1400. Allein ist blöd. Da verrecke ich wieder. Könnte ich wetten. Da hinten ist einer. Was ist mit ihm denn? Soll ich mal zu ihm gehen? Josh. Hey! Hey, ich bin auch Padawan. Hey, Josh. Wollen wir zusammen? Wenn wir zusammen kämpfen, dann geht das vielleicht. Wollen wir nicht irgendwie in die Gruppe gehen? Oder? Josh, kann ich jetzt hier nicht Spieler inspizieren, in die Gruppe einladen. Aufpassen, hat Lidi dazwischen. Ja. Hat abgelehnt. Schade. Ja, gerne. Ich kann mal zu ihm schreiben, zeigst du mir den Weg. Ah, das ist ja cool. Cool. Das ist klasse, wenn der einem hilft, ne? Wenn wir da zusammen jetzt durchpeitschen. Wie viel brauche ich noch? 19. 19. Alles klar. Das ist ja cool, wenn man zu zweit kämpft. Natürlich gleich viel cooler. Das ist ja geil. Okay. Haha, synchron sind wir eben gesprungen, das ist ja klasse. Das ist cool, zu zweit. Also das ist, muss man auch spielen. Das ist ja abgefahren. Ja, Stereo sagt...